Kamera läuft! Da fahren wir los. Ich komme mit. Martin? Ja? 4 Kilometer rechts, oder? Ja. Zahlst du da? Claudia? Ja? Ich wüsste jetzt nicht, ob ich bei dir Mesh eingeschaltet habe. Wieso ist das so nass hier? Da hat es geregnet, heute Morgen oder die Nacht noch. Ich weiß nicht. Ich muss vorne mal bremsen, dass der Kopf auf Hinterrad geht. Dass auf Vorlage geht, Hinterrad entlassen wird. Linkskurve könnte gefährlich werden jetzt hier mehr. Oh, du schmeißt mit Steinen hier. Also ich meine mal gelesen zu haben, wenn du in der Schweiz wohnst und musst viel Autobahn fahren, kostet dich das im Jahr so um die 800 Euro. Also ja, brutal, wa? Aber du, es wird dann 40 Euro, ne? Für ein Teil. Ah, oder? Ich habe keine Ahnung, ob die Steuern so hoch sind, wenn du hier wohnst oder was. Ich kann das auch verwechseln, weiß ich nicht genau. Kann ich nicht rein, das ist wie ein Ausländer quasi. Ja, ja. Nur 40 Euro bezahlen? Ja. Straßenverlauf. Seht ihr das? Ja, ja, der will ich hochfahren. Geil, ja. Bang, 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 bang. Ja, man kann es selten fallen drin lassen. Ja, da haben wir es im Stand reingelaufen. Ich habe gerade gedacht. Genau das. Lass mal drinnen. Ich hochschauen. Wir werden ein bisschen das haben. Wow. Komm nicht mehr rein. Ja. Auto. Nein, sie drin, sie drin. An, sieht man. Also, ich wüsste schon nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt so ein Weichei bin hier, weil es ein bisschen nass ist. Weichei, du. Aber mein Reifen, der lässt das nicht so richtig. Das hat nicht mehr zu. Das ist so weich, dass wir mit dem abgefahrenen Reifen hier, ne, den unten abziehen, ne, das reicht. Ja, lieber Weichei sein, oder? Ja. Also echt, also von der Gummimischung her ist dann doch der gute Kleben noch der Angel. Du hast dann unten aus den Kurven nicht auf Beschleuniger, ne? Nein. Dann mach mal weg. Auf Rail-Modus. Hab ich doch gewartet, genau. Mein Rail-Modus ist die Hand. Möchte ich alles sehen. Ich ja. Gesundheit. Ja, geil. Schon mal da, der Martin? Sind wir hinter dir, oder? Naja, ein bisschen weiter weg, ja. Die ist noch nicht fertig mit Heulen. Das ist doch schon klar, ne? Ich
Scheiße, so wenig Schneckchen. Ja, Schnecke. Da werden wir gleich mal ein Bobber mit der Serie übersetzen, oder? Ja. Da können wir doch darauf einstellen, dass wir am 25.09. eine echt große Runde haben, wa? Weiß ich nicht. Ja, die wird bestimmt große Runde, denke ich mal. Naja, wenn der Chris mitfährt, dann ist er noch unendliche Leute. Ja, der wird noch. Chris kommt auch mit? Ja, ja, hat er geschrieben. Okay. Also der sagte, wenn Wetter passt. Ja, ja, alles klar. Auch. Aber das haben wir ja auch grundsätzlich. Ja, ne? Da haben wir ja in der Vorfahrt. Chris, ja. Sehr spontan. Das ist Wochenende, wo ich keine Kinder habe. Wenn ich mal bis rein schlafen hat, am Bock hat, mitzufahren. Ja, ja, mal. Lernen wir es mal kennen. Ja, das ist ein guter Einstieg, ne? Weil es genau. Ist entspanntes Fahren dann auch, oder? Das wäre schön. Ein schönes Wetter. Schön irgendwo hinsetzen. So, hier links und hier links rein, Martin, ne? Links, ja. Also aufgepasst. Wie passt auf, ja. Hat da. Kommt Bodo mit dem Bagger. Wenn der Bodo mit dem Bagger kommt. Bagger da so spät, noch ein Bagger. Noch. Hallo, hallo. Ferngesteuert. Kleiner hatte Spaß. Hallo, hallo. Bodo, fahr mal beiseite. Was auch. Ja, also geht doch. Bodo parkt. Bodo, danke. Das ist eine Wespe. Da hängt der Lotze wieder drauf. Ja, genau. Soll ich mal? Aber die hat sogar ein Stachel für Silvia. Sogar mit durchgekommen, die Höhe wieder. Juhu! Das spricht nicht mehr. Nein, macht's auch nicht mehr. Ich hab gesagt. Was heißt ja wohl, Mama Nante? Ganz bestimmt. Das ist so. Ach so. Bienvenue, Martini Kumpel. Ja, willkommen. Vor allen Dingen, es läuft und läuft und läuft und wird nicht weniger, ne? Ja, Freunde, Switzerland. Einen schönen Wasserfall vor uns, hier auf der linken Seite.
60, wir dürfen 60. Da fahren wir auch 60. Da ist ein Häuschen oben auf dem Wasserfall, ne? Irgendwie, ne? Da oben eben. Ja. Bestimmt eine Pumpe, weißt du, die das Wasser immer wieder hochfördert. Dann, ja. Ne, wie so ein Zimmerbrunnen. Genau. Eine alte Lok. Bestimmt ein Bergbau hier oder sowas. Immer noch 60? 80 habe ich hier. Wie viel? Aber da war wohl da, aber da war wohl ein richtiger Schild. Tacho steht bei mir 80. Also links hat 50 aufgehoben und rechts hat 60er Schild. Naja, also der Mopedfahrer überholt. Jetzt kommt ein halber Schamant, der kann sich hier dranhängen. Ja. Lass ihn mal vorfahren, dann sehen dann und dann. Wiese da oben oder ist das da oben? Folie oder was? Heißt ein Haus, oder? Bestimmt so eine Apfelplantage. Mach mal einen Backen langsamer, Martin. Und Gebirgswasser. Ja. Richtig kalkig. Ja. So, wir fahren jetzt gleich da oben auf den Berg. Dann gibt's wieder Kurven. Kurva Matsch. Naja, und auf dem Berg muss dann eine W7 wahrscheinlich, ne? Dann geht's in Frankreich wieder rüber, ne? Denke mal, ne? Ich mal, ja. Sicher bin ich mir nicht, aber. Also Punkt 7 war eine Grenze, war hier eine Punkt 7, habe ich gesehen. Ja. Seht ihr oben die Schneise da? Da fahren wir lang. Ah, genau. Wie kann man Luzi heran? La Poste. Ja, das hört sich echt französisch an hier, was hier. Von Aoste to La Poste. Was? Aposte? Nee, Aoste waren wir noch heute. Genau. Rapunzel. Irgendwo links, hier ist gesperrt. Da wurde er einfach uns. Nenne ich hier eine weiter, wollte er. Eine weiter. Nee, nur ja. Meter, sagt er mir. Ja, ja, weiter. Hier rein, wollte er, genau. Es muss jetzt aber nicht regnen. Doch.
jetzt könntet ihr eigentlich beiden, könnt ihr eigentlich wieder vorfahren, wenn ihr Spaß haben wollt. Nö. Ah, guck mal, was das für ein Regen ist, jetzt hier die Straßen aussehen. Jetzt ruhig ein bisschen hier. Auch wenn du langsam fährst, hast du immer noch mehr Spaß wie hinter mir. Ja. Ah, ich warte schon. Aber du ziehst ja schon Regenschuhe hinter dir her, auf der Straße. Aus dann geht's ja glaube ich eh noch 2 Kilometer oder was, wa? Ja. Erstmal. Ja, ja. Dann lässt abbiegen, dann guck ich mal. Jetzt sind es für 8 Kilometer, ne? Richtig? 8 Kilometer, ja. Immer geradeaus, ne? Ja, geht dann rechts ab, ne? Ja, ja, genau. Jetzt 8 Kilometer erstmal, oder? Ja. Okay. Hier kann... Ich fahr vorbei, Mann. Ich fahr vorbei. Ja, ja. Lass sie auch, komm. Hey, fahr mal. Aral-Laster, der kann nicht so schnell, ja. Na, Haus 6. Les, Haus 6. Hier ist 6 im Haus, hier. Hier musst du hinziehen mit deinem, wie heißt er? Silvi. Mit deinem Hansi, oder wie heißt er? Hansi, ja. Hintersee, ja. Nino oder Ossi. Ja, dann Nino. Dann Hansi. Osvaldo. Paul Osvaldo. Auto. Auto. Aber der hält an. Das ist ein Bus hier. Genau. Ach, links hoch, oder? Ja. Oder? Nee, hier hoch, oder? Hier, warte mal. Da will er hin, okay. Oh, guck mal hier, Lotze, sein Auto. Ja, ja. Lotze, seiner geht aber gerade nicht. Hallo, Squana, habe ich kein Geld hier. Schon geil, ne? Sieht aus wie so eine Schildkröte. Aufpassen, Stock hier auf der Straße. Wie so eine Schildkröte sieht das aus. Schön, guck mal. Bella. Wow. Was gibt es? Das Glatteis. Ja. Sind das denn für grüne Felder da hinten, als wenn eine Plane drauf liegt? Oh, ein Ton von Silvia. Ich habe so und so viel Worte mit in Urlaub genommen. Irgendwann sind die aufgebraucht. Liebe Zuschauer, falls ihr das gerade gehört habt, das hat die Silvia. Who the fuck is Silvia? Also, meckern auf ohne Uhr bei euch, ey. Ah, hier geht's ja wieder, ist ja trocken hier ein bisschen, so einigermaßen die Straße. Also vom Gefühl sind wir hochgefahren, fahren wieder runter, vom Gefühl her, ne? Ja.
machen wir die ganze Zeit schon. Ja. Das war noch ungefähr. Ja. Ist gerade aus der Hoch, oder? Ja. Vom Gefühl her fahren wir wieder hoch. Das könnte stimmen. Immer machen wir die erste Frage schon. 14.3. Nee, nicht ganz. Ich Leitwege zum Gehverkehr. Schon geile Hütten hier. Ah, Holz. Ah, das riecht gut, ey. Ja, ah. ich um mein Holz. Ja. Ja. Alles auf Kamera, Martin. Die, ja. Die blutet am einen, guck mal. Ja. Kampfspuren. So wie Martin gestern am ersten. Der hat sie auch bemalt mit Kriegsbemalung an der Backe. Alles Bungalows da oben, wa? Sind das richtige Häuser? Chalet. Oder sind das wirklich so Ferienhäuser? Das sind Chalets. Chalets? Was ist das für ein Wein? Chalet? Chalet? Was richtig aussprechen? Chalet. Oh, was der Fall. Ein Riesending, du. Ah. Anhalten, Foto machen. Kannst dich oben schon ganz runterpinkeln. Hallo, Frau Bürgermeisterin, alles klar? Oh. Ja, da war Holz von da hinten, doch. Ja, hier gibt's Kohle. Kohle. Nehm ich. Aber was mir gefällt so bei uns zu Hause, du hast bei uns alles, weißt du? Du hast den Lidl, du hast den Rewe, du hast alles bei uns um die Ecke, ne? Alles, das ist hier so, muss hier mal irgendwo hinfahren, ne? Also so vom Gefühl her würde ich sagen, wir sind gleich oben rechts auf dem Berg da oben. Da oben fahren wir lang. Aber nur so vom Gefühl her. Okay. Ja, jetzt geh hier runter, ja. Nee. Doch, 200 Kilometer. Ja. Okay. Ich habe durch die große Ansicht sehe ich diese Details wiederum nicht, ne? Ja, ich habe bei mir nur einen Streifen. Mehr habe ich hier nicht. Nee, links und rechts sehe ich gar nichts. War wohl richtig. Naja, da sind ja schon wieder hier. Ja. Kein Internet. Da hätte ich ja bei dir andocken müssen. Der Straßenlinksrechsel, weil ich jetzt in Frankreich. Oh, schön, guck mal hier, Kurvi. Hallo, in Hüchen. Servus. Servus. Hallo. Das ist geil, du kommst ja unten runter hier so schön, so ein Dixchen. Schön gemacht, da wenn du unten wohnst. Komm mal rechts. Oh ja. Das ist eine Mühle, wa? Oh ja. Das ist wie eine Mühle. Lalalala. Es klappert die Mühle. Rauschen, der Bach. Klipp, klapp, 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 klapp. Wo kennt ihr die ganzen Dinger her, ey? Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp. Hier steht, das ist für Touristen hier. Terroristen steht hier. Das ist jetzt die Hütte, die wir voll von drüben sehen, die ganzen Hütten hier oben, ne? Ja, wir fahren jetzt noch höher. Die ganzen Berge hoch und runter fahren wir jetzt. Da bis nach ganz oben fahren wir. Die fahren mal hoch und runter? Nee, erstmal hoch. Aber zickzack. Ah, zickzacki. Zickzacke, zickzacke, hey, hey, hey. Nein, zickzacke, zickzacke, Hühnerkacke. Da sind die Straße sind wir auch gefahren. Die da. Hey, die da. Am Telefon. Radio. Ach, kein Regen mehr im Gesicht.
Krupp machen, Leute. Ich schmeiß den Blumen hinterher. Lecker, lecker, lecker. Oh, hier riecht's aber. So kann man hier halten. Aber dann kann man wieder nicht bezahlen. Ne? Na, grüß dich, Gottfrau, stehe niemand. Frei, 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 frei. Du bist da eng links rum hier irgendwie, ne? Ja. Hier muss es rumgehen irgendwo. Ja. 150 Meter. Nehmen wir auch rum, wahrscheinlich, wa? Ja. Ja, genau. Da kann ich den ausholen, ja. Hier ist Vorfahrtgewehr, ne? Ja. Frei? Ja. Frei, Silvi. Alles frei. Bei uns ist aber echt Waschküche, wa? Da fahren wir einfach nicht hin. Wir fahren in Eichel, da fahren wir rechts. Zickzack, zickzack hoch. Zickzack, genau. Zickzack runter. Und dann ein Kilometer wieder links und dann ein Kilometer wieder rechts. Nein. Ah, da, das willst du sehen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dass man so mit mir total den Halt verliert. Hey, Kollege. Bang, 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 bang. Hey, das war einer, bang. Einmal bang. Bang, bang, bang. Ist ja 80, ne? Zweimal bang ist 90. Dann bang ist 100. Bang, bang, bang. Okay. Oh, jetzt hier rechts rein, hier rechts rein, hier, aufpassen, aufpassen, du ziehst. Aufpassen, aufpassen. Keine Angst, ich bin bei euch. Ja. Ja, das sieht bei mir aus wie so eine Kehrwende, weißt du, bei mir, wenn ich einen roten Streifen habe hier, oder? Ja. Geht schon wieder los. Es kommt der Regen. Ja, immer her. Immer schön die Linse putzen. Auto von vorne. Auto, 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 Auto. Auto, 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 blaues. Ja, klar. Ja, okay. Das haben wir schon immer gehört, deswegen sage ich nichts mehr dazu. Also entweder täuscht mich mein Gefühl oder wir fahren hier Bäche hoch. Das war ein geiler Spruch. Ich glaube, wir fahren Berg hoch. Mein Arsch, der brennt, der will wieder. Wie viele Kilometer haben wir noch? 49. Machen wir noch irgendwann eine Pipi-Pause für Mädchen? Ja, lass uns mal Markus einholen. Weil die Idee. Kein Problem. Er sollte kein Gegner für mich mit der Glatze. Deswegen fahren Leute entspannt, macht keinen Spaß mehr, weißt du? Ich weiß nicht, ob der uns hört. Der Regen ist scheiße. Also, es wurde eine Pause angesprochen für Mädchen, Markus. Ja. Ja, Tankstelle oder was, oder wie? Nee, irgendwo, wo sie pullern können, oder was? Irgendwo La Buche. Ja, La Buche. Thank you.
einer Piss. Aber überleg mal, ne, das waren gerade 1000 Höhenmeter. Wo wir unten gesagt haben, ne, da, vom Gefühl fahren wir hoch, da waren wir bei 300, jetzt sind wir bei 1295. Ja. Naja, das merkst du schon, ne? Ja. Oh, jetzt auch wieder irgendwas Heftiges, ne? Skigebiet wahrscheinlich irgendwo weit, ne? Ja, siehst du das schon lange nicht wieder. Ja, da hinten, die Düfte da hinten. Das kann doch kein normales Haus sein, das ist doch irgendwie Hotel, Pension oder Zimmer. Ja, ist alles hier, B&B. Ja. B&B. Du weißt es besser durchzufahren, wenn ich da oben gucke. Was willst was du sagt auch? Denn die Zeit? Wie viel? Oh, 13 oder 40 Minuten, 15 Minuten. Würde ich fast sagen, was, also wenn ich sitze, geht's. Nee, ich wollte mal eine Pause. Mir brennt der Arsch heute. Ja? Feiert dein Arsch Kirmes oder was? Hm? Und Hunger heute. Ich muss mal was essen. Also sag ich 2625 Kilometer. Also 2650 Kilometer habe ich dann in Summe wahrscheinlich. Ist da mal was? Sonst werde ich zu Diva. Hier links ist eine Tankstelle unterm Dach. Genau. Kann man da nicht halten? Man darf mal pinkeln, dann dass alle gucken, oder? Ach so, ja. Da wohnen ja welche. Oh, schöne Mercedes. Oh, oh. Sorry. Camping.